Schönen guten Morgen, neues Video von Savage Scooters. Wir fahren jetzt zum Prüfstand mit dem Kuda. Der ist hier schon drin. Und dann gucken wir mal, was das Gewinnspiel dann an Ergebnissen bringt für denjenigen, der gewonnen hat. Viel Spaß und bis später. Da sind wir wieder. Wir sind vom Prüfstand zurück, der kleine Hübsche und ich, und wir haben folgende Neuigkeiten. Also, wir haben mehrere Messungen gemacht. Abdüsen braucht man ihn tatsächlich auf dem Prüfstand nicht mehr, weil die Wurfbedüsung, die ich reingemacht habe, schon sehr, sehr gut war, sodass wir das nicht mehr ändern brauchten. Was wir jetzt haben, ist folgendes. Wir haben eine Leistung von 24,4 PS und 26,3 Newtonmeter im dritten Gang gemessen. Und das ist auch die Messung, ich gucke mal gerade nach, eine Sekunde. Ja. Und im vierten Gang, um einfach auch mal zu gucken, wo er dann so hinmarschiert, haben wir 24,5 und 25,5 Newtonmeter bei einer maximalen Geschwindigkeit von 150 km/h. So, was aber bedeutet, und im Ganganschluss, das blende ich euch auch noch ein, der Ganganschluss war 24,9 PS und Spitze 152,3 km/h auf dem Prüfstand. So, aber für das Gewinnspiel, das Richtige ist 24,... Der Drucker hat auch nicht funktioniert, das war das Geile. So, ist alles so schief gegangen, wie ich es nur konnte. So, also 24,4 und 26,3 Newtonmeter. 24,4 PS im dritten Gang mit 26,3 Newtonmeter und einer Vorresoleistung von
15. 15 PS Vorreso und ja, das ist schon ganz ordentlich. Ja, jetzt müssen wir noch den Gewinner raussuchen auf der Facebook-Seite. Das werde ich jetzt als allernächstes machen und dann werde ich das bei Facebook veröffentlichen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin wünsche ich schon mal alles Gute, viel Glück. Herzlichen Glückwunsch, so rum. Und werde dann dem Scooter Center Bescheid geben. Ihr müsst mir dann eure Daten schicken und dann schickt euch das Scooter Center eure Gewinne raus. Danke, dass ihr mitgemacht habt, hat mir Spaß gemacht. Ich bin ganz happy. Nochmal vielen Dank nach Nürnberg zum Frank. Der Frank Tröger hat mir netterweise ein paar Tipps gegeben, wie ich die Malossi zu fräsen habe, damit wir auch auf die 25 PS kommen, die ich haben wollte. Wir haben eine Punktlandung hingesetzt und ich freue mich total und bleibt hässlich. Und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Tschüss.